Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnet seine geplante Krankenhausreform als die größte Gesundheitsreform seit 20 Jahren. Mit seinem Vorhaben will der SPD-Politiker die medizinische Versorgung in Deutschland zukunftsfest machen und die Zahl der Klinikschließungen eindämmen. Kernstück der Reform ist eine stärkere Spezialisierung. Vor allem kleinere Krankenhäuser sollen künftig weniger Leistungen anbieten und sich auf solche Eingriffe beschränken, die sie gut beherrschen. Viele Patientinnen und Patienten werden also längere Wege bis zur nächsten zuständigen Klinik in Kauf nehmen müssen. Dafür sollen sie aber eine bessere Behandlung bekommen. Welches Krankenhaus künftig welche Behandlung oder Operation anbieten darf, entscheiden die Behörden der Bundesländer. Die Kliniken müssen dafür ein bestimmtes Qualitätsniveau sowie ausreichend Personal nachweisen können. Die bisherige Vergütung über Fallpauschalen soll eingeschränkt werden. Das System führt vielfach dazu, dass Kliniken Behandlungen ausführen, die medizinisch gar nicht notwendig sind, nur um diese abrechnen zu können. Künftig sollen die Kliniken vor allem dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Leistungen anbieten. Dafür erhalten sie eine sogenannte Vorhaltepauschale. Diese soll 60% ihrer Kosten decken. Die übrigen 40% sollen wie bislang über die Fallpauschale kommen. Für wichtige Kernbereiche wie Intensivmedizin soll es zusätzliche Mittel für die Kliniken geben. Auf Versicherte dürften höhere Kosten zukommen. Für die Phase der Reformumsetzung sollen die Kliniken 10 Jahre lang mit einem sogenannten Transformationsfonds in Milliardenhöhe abgesichert werden. Die Hälfte soll von den Ländern kommen, die andere Hälfte sollen die Krankenkassen zahlen. Das dürfte zu höheren Versicherungsbeiträgen führen. Es wird zu Klinikschließungen kommen. Derzeit haben die Krankenhäuser nicht genug Personal. Viele schreiben rote Zahlen und sind von Insolvenz bedroht. Nach Lauterbachs Worten ist es vertretbar, wenn es am Ende 20% weniger Krankenhäuser gibt, diese aber eine bessere Versorgung bieten. Für kleinere Kliniken in ländlichen Regionen gibt es Sonderregelungen. So sollen etwa Fachärzte ihre Leistungen dort auch ambulant anbieten dürfen. Der mancherorts weite Weg in eine Fachpraxis entfällt damit für Patientinnen und Patienten.